Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, immer noch in Erfurt, ne? Wie man sieht, das Bett hinter mir und alles. Und gestern waren wir mal in der Stadt unterwegs. Pupsi hat gesagt, sie will unbedingt mal in den 1-Euro-Shop und so. Ne, nicht 1-Euro-Shop, in den Euro-Shop, wo aber alles halt nur 1 Euro kostet. Beziehungsweise es gibt auch Artikel, die kosten 50 Cent. Da steht dann immer dran, nimm 2 für 1 Euro und so weiter, aber eigentlich fast alles, was ihr da gesehen habt, hat 1 Euro gekostet und manche sogar noch günstiger. Da hatten sie sogar Filme, da hatten sie Haushaltsartikel, da hatten sie Gartenartikel, da hatten sie Süßes, da hatten sie Saures, da gab es Trinken, da gab es eigentlich alles Mögliche. Habe ich bisher in so einer Art und Weise noch nie gesehen. Deswegen war es ganz cool, dass wir hier mal sowas hatten. Sind wir natürlich reingegangen. Ich habe gedacht, ach so ein Quatsch, ne? Und dann habe ich so viele Sachen gesehen, die ich interessant fand, die ich einfach mitnehmen wollte. Habe jetzt hier eine ganze Tüte dabei und möchte euch mal zeigen, was der Ramses sich im Euroshop alles mitgenommen hat. Ihr könnt jetzt selbst mal entscheiden, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ihr müsst immer bedenken, es hat jeder Artikel 1 Euro gekostet. Bei manchen denkt man, das ist ein Schnapper, ne? Richtiges Schnäppchen. Bei anderen denkt man, für 1 Euro ist es aber ganz schön teuer, Bruder. Aber ich habe einfach zugegriffen, ohne nachzudenken, und habe mich da mal bedient. Angefangen hier mit diesem Energy Drink Takeoff Classic, wo man als erstes sofort sagen müsste, 1 Euro für einen Energy Drink ist eigentlich teuer. Denn es gibt ja die anderen für 25 Cent, für 50 Cent, für keine Ahnung. So viele Energy Drinks auf jeden Fall, die unter 1 Euro kosten. Der Standort aber überall, den wollte ich auch einfach mal probieren. Hab den deswegen mitgenommen. Take Off Classic, der Energy Drink. Den habe ich mitgenommen. Wollen wir den auch gleich mal probieren? Ich weiß nicht. Müssen wir eigentlich machen. Extra eine Folge dafür machen, lohnt sich nicht. Den mache ich auch mal auf. Boah, alles ins Gesicht. Wir probieren den mal, ob der hält, was er verspricht, ne? Ah, Take Off. Ich habe jetzt noch nichts ausgezogen, aber schmeckt auf jeden Fall gut. Ist vergleichlich mit Booster, ist auch nicht zu süß. Kann man auf jeden Fall trinken. Ist relativ angenehm im Geschmack, aber Booster ist natürlich günstiger. Booster, die Kultmarke, würde ich mir lieber Booster gönnen. Kann man aber mitnehmen, ist nicht schlimm, 1 Euro dafür bezahlt zu haben. Boah, ich habe jetzt so viel hier stehen. Von den ganzen Ramses Kitchen Folgen habe ich hier alles aufgemacht. Also die Bierdosen sind leer, aber das ist alles nur geöffnet und getrunken, weil ich das alles kurz hintereinander gefilmt habe. Das heißt, heute, wenn ich Durst habe, kann ich mich einfach hier an der Minibar bedienen, überall einfach was wegnehmen und in mich rein trinken, weil heute ist auch der letzte Tag, wo wir hier sind. Deswegen musste ich schnell alles filmen, alles machen. Als zweites, was ich gesehen habe, ich werde gleich mal die Filme rausholen, denn da gab es zum Beispiel Cleaner, sein Geschäft ist ihr Tod, mit Samuel L. Jackson, Eva Mendes und Ed Harris. Fand ich ganz interessant, so ein Tatortreiniger, eine mit Starbesetzung, 3 richtig bekannte Schauspieler dabei, 85 Minuten Spielfilmlänge, Spielfilmlänge. Der Cleaner habe ich mir auch gegönnt für 1 Euro, bin ich mal gespannt, ob der was kann. Cover sieht auf jeden Fall korrekt aus, auch dass das so eine schöne weiße DVD-Hülle ist. Dann als zweite DVD, damit wollte ich meinen Onkel überraschen, Wrestling und so, ihr wisst Bescheid. Gibt es hier digital remastered von der WWE No Holds Barred. Hulk Hogan, der Hammer. Hier seht ihr Hulk Hogan auf dem Cover und hier nicht Hulk Hogan. Das ist auf jeden Fall ein Spielfilm mit Hulk Hogan, wo es trotzdem auch um Wrestling geht. Als Wrestling-Fan musste ich da natürlich zuschlagen. Als Hulk Hogan-Kenner, der damit aufgewachsen ist, auch. Darauf freue ich mich auch besonders. Und selbst wenn der Film richtig Schrott ist, darf der trotzdem in meiner Sammlung nicht fehlen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es den gibt. No Holds Barred mit Hulk Hogan in der Hauptrolle noch. Den muss ich, wenn ich zu Hause bin, erstmal zeigen. Da freuen sich bestimmt alle. Dann haben wir hier noch Kevin Spacey und Daniel Wu. Unzertrennlich. Inseparable. Keine Ahnung. Halb Superheld, halb Psychopath.
Das soll Kevin Spacey sein, ja? Hier noch ganz ordentlich und dann hier wie Grumpy Cat aus dem Auto hängen. Da bin ich gespannt, was das ist. Wenn ihr Kick-Ass kennt, das sind ja so richtig coole Superheldenfilme oder auch Super, wo die da so Anti-Superhelden, Superheldenfilme in einem gemacht haben. Hat auf jeden Fall so eine Comic-Aufmachung, so einen Comic-Look und Kevin Spacey, auch richtig guter Schauspieler. Da bin ich gespannt, was der kann, ob das ein guter Film ist. Ist auf jeden Fall von Cape Light, die auch Rubber gemacht haben. Das ist der erste Cape Light-Film. Ich glaube, die anderen, die danach kommen, sind auch noch von Cape Light. Ich guck mal weiter. Hier haben wir nämlich dann noch: Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer. Infestation. Das hat mich auch angesprochen. Das ist auch von Cape Light. Und ja, das soll halt so ein komischer Horrorfilm sein. Mit blöden Käfern, die die Leute angreifen. Das kann ja einfach nur richtig schlecht sein. Richtig Trash sein. Aber ich habe so viel bei so Billigfilmen, bei so vielen No-Name-Filmen, Trash-Perlen entdeckt, die trotzdem richtig schöne handgemachte Effekte hatten und einfach so witzig dadurch waren und so gut ausgesehen haben. Wenn es am Computer animiert ist, ist natürlich schwach, das ist alles richtig hässlich, aber man findet immer mal wieder Perlen, deswegen den habe ich auch noch mitgenommen. Da bin ich gespannt, was da mit den Käfern abgeht. Und wir haben sogar eine Blu-ray noch dabei, das ist der letzte Film jetzt, Falling Down Again. Wer vielleicht den Film kennt mit Mike Douglas, Falling Down auf jeden Fall, der Klassiker, wo der ausrastet, steht im Stau, hat die Schnauze voll, steigt ein, dreht durch, lässt sich nichts mehr sagen, will doch einfach nur zu seinem Kind, will dem was schenken, wird von allen aufgehalten, die Frau verbietet alles hin und her, verliert auch noch seinen Job. Und das Falling Down Again, sein schlechter Tag ist dein schlechter Tag. Jamie Kennedy ist Buddy Hutchins, da bin ich mal gespannt. Ist in dem Sinne jetzt keine richtige Fortsetzung, soll aber auch so ähnlich sein, deswegen fand ich das Originalkonzept von dem Film richtig genial. Hab mir deswegen den jetzt geholt. Dann, was haben wir noch? Genau, dann habe ich noch was mitgenommen. Hier Gerold Steiner, auch zum Probieren. Gerold Steiner Blutorange in der Limited Edition. Zum Trinken auf jeden Fall. Fruchtgehalt 20%, davon 5% Blutorangensaft. Habe ich auch noch nicht gekannt, so eine Limited Edition von Gerold Steiner. Wollen wir die auch noch aufmachen? Ne, die lassen wir zu. Wir haben so viel offen, die können wir nicht aufmachen. Und neben der Blutorange haben wir ja auch noch Gerold Steiner Sauerkirsche. Die sieht richtig heftig aus. Hier habt ihr die Kirschen, hier habt ihr lauter Totenköpfe drauf, auch für 1 Euro. Fand ich genial, fand ich cool. Zum Probieren, was zu trinken geht immer. So besondere Snacks, um mal Snack zu nennen. Dann aus meiner Kindheit, was ich auch immer gefeiert habe, sind diese komischen Glipper-Insekten, die man essen kann. Die haben auch so einen richtig genialen Geschmack, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Und 6 Stück hier drin auf jeden Fall. Für 1 Euro würde ich auf jeden Fall sofort eins essen. Aber mir ist so schlecht gerade von den ganzen Getränken, das lasse ich erstmal zu. Finde ich aber cool, dass es sowas immer noch gibt. Alles ist vergänglich. Die sind auf jeden Fall noch da und das feiere ich, dass man sowas überhaupt noch irgendwo findet. So ähnlich geht es mir aber auch hier mit Bigfoot. Wer kennt das noch? Da sind 6 Stück drin, diese Tütchen mit diesen Fußlutschern, die ihr rausnehmt, könnt an dem Fuß rumlutschen, richtig pervers, als hättet ihr einen Fetisch und habt in der Tüte aber lauter so saures Pulver drin. Und wenn ihr den Fuß einmal angeleckt habt und geht da rein, klebt dieses ganze saure Pulver an dem Fuß und ihr leckt das von dem Fuß ab und das ist so sauer und eklig und bitzelt. Sind auf jeden Fall auch verschiedene Sorten, verschiedene Dip-Sorten, verschiedene Lutscher-Sorten. 6 Stück hier drin, auch für 1 Euro. Fand ich auch cool, erinnert einen auch an die Kindheit. Das nimmt man natürlich gerne mit. Und jetzt haben wir noch 2 Sachen. Die eine Sache ist, aua, jetzt habe ich mich schon wieder auf die Zunge gebissen. Die eine Sache ist auf jeden Fall in der anderen Sache drin. Ich habe nämlich hier diesen schönen Popcorn-Eimer entdeckt und den fand ich auch richtig cool.
Der hat mir vom Design her einfach richtig gefallen. Da müsst ihr ja nicht unbedingt nur Popcorn reinpacken. Ihr könnt da drin auch Sangria zubereiten. Oder ihr könnt einfach, wenn ihr Tortilla-Chips esst, macht die Tüte auf, schmeißt die hier rein, setzt euch vor den Fernseher, esst einfach die Tortilla-Chips aus eurem schönen Popcorn-Eimer. Den fand ich cool für 1 Euro. So einen schönen Popcorn-Eimer mitgenommen. Und dann habe ich noch ein was, das allerletzte. Das seht ihr jetzt hier. Das ist nämlich das. Das sieht auf jeden Fall schon mal komisch aus. Das ist noch ein Plüschtier. Und das fand ich so genial. Pupsi hatte eins mitgenommen. Ich habe gedacht, da muss ich auch unbedingt eins mitnehmen. Guckt euch das doch an. So ein kleiner, süßer Hund, wie der schaut. So eine runde, mopsige Kugel, den könnt ihr auf die Hand setzen. Und da habe ich an den Adi gedacht, der freut sich ja immer. Der hat ja seine Kuh als Plüschtier. Aber wenn die Kuh mal nicht mehr ist, hat er jetzt noch einen kleinen Hund. Andere nehmen ihren Kindern halt immer irgendwelche Spielsachen mit. Ich denke immer an den Adi, deswegen habe ich dem Adi jetzt diesen kleinen süßen Hund mitgenommen, damit er noch einen Kamerad hat zum Spielen, zum Kuscheln. Ich finde es immer so genial, wenn ich abends ins Bett gehe, ist Adi eigentlich drüben im Wohnzimmer und schläft. Und seine Kuh lege ich immer auf ihn drauf, in sein Körbchen, mit zu ihm. Meistens frühs, wenn ich aufwache, liegt die Kuh auf einmal neben mir, neben dem Bett. Und ich denke, was macht der? Der schleppt die einfach immer rüber und legt sie zu mir? Oder hat sie mitgebracht, weil der meistens nachts auch neben dem Bett liegt und schläft und bringt seine Kuh mit zum Schlafen? Das finde ich auf jeden Fall immer besonders süß. Und jetzt habe ich eben an ihn gedacht, 1 Euro für diesen kleinen Plüschhund, der richtig süß aussieht, den habe ich noch mitgenommen, den habe ich durch die Stadt getragen, hier in meinem Popcorn-Eimer, die zwei zusammen. Das alles aus dem Euroshop mitgenommen, finde ich auf jeden Fall cool, ist sehr abwechslungsreich, für jeden was dabei. Jetzt packe ich wieder alles ein in meine Tüte, ne? Hättet ihr auch was mitgenommen aus dem Euroshop? Gibt es bei euch einen Euroshop in der Nähe? Und boah, wie findet ihr die Sachen so? Ist das nicht lustig? Ist das nicht genial? Da kauft man Sachen, die man eigentlich nicht braucht, aber eigentlich war jetzt ja nichts sonderlich komplett Sinnloses dabei, finde ich. Das war es trotzdem jetzt von meiner Seite aus. Ich fand es cool, den Trip in Erfurt. War ja nur Montag bis Donnerstag, dann musste man wieder zurück. Aber man hat auf jeden Fall einiges mitgenommen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.